Der hier zu besprechende Beitrag zeigt die typische Argumentationsweise von Atheisten. Da, wo die eigentlichen Argumente ausgehen, konzentriert man sich auf nebensächliche Fragen. Denn die Hauptaussage meiner Darstellung über den Atheismus besteht darin, dass es keine Argumente gegen Gott gibt. Und interessanterweise wurde das in dem hier besprochenen Beitrag nicht einmal in Frage gestellt. Also Atheisten haben keine wirklich überzeugenden Argumente gegen die Existenz Gottes. Das ist meine Behauptung und der wurde in diesem Beitrag nicht widersprochen. Also kann ich das im Grunde genommen auch als Bestätigung aufgreifen. Man versucht stattdessen auf nebensächliche Interpretation des Werkes von Richard Dawkins einzugehen. Und das auch noch in einer durchaus etwas oberflächlichen Art und Weise. Es soll dabei der Eindruck erweckt werden, als ob es sich bei Richard Dawkins' Buch Der Gotteswahn um eine seriöse wissenschaftliche Studie handelt und als ob Richard Dawkins tatsächlich nur auf wissenschaftlicher Ebene argumentiert. Das ist aber für jeden, der dieses knapp 600 Seiten lange Buch gelesen hat, eindeutig zu erkennen, nicht der Fall. Deshalb möchte ich hier zu Anfang einige Ausschnitte vorlesen aus Richard Dawkins Buch, um damit zu Gehör zu bringen, das, was er selbst sagt, was er beabsichtigt. So schreibt er beispielsweise auf Seite 18. Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man das Geisteskrankheit. Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, nennt man das Religion. Wenn dieses Buch die von mir beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen haben, es als Atheisten wieder zuschlagen. Eingefleischte Gläubige sind natürlich keinem Argument zugänglich. Ihr Widerstand wurde in jahrhundertelanger kindlicher Indoktrination aufgebaut und die Methoden, mit denen das geschehen ist, sind in Jahrhunderten gereift. Nach meiner Überzeugung gibt es jedoch viele aufgeschlossene Menschen, die in ihrer Kindheit nicht allzu heimtückisch indoktriniert wurden, die die Indoktrination aus anderen Gründen nicht aufgenommen haben oder deren angeborene Intelligenz stark genug war, um sich darüber hinwegzusetzen. Hier wird schon ganz deutlich, dass der Gegner, derjenige, der an Gott glaubt, hier diffamiert wird. Das heißt, der Kluge, der Mensch glaubt nicht an Gott, glaubt, dass es Gott nicht gibt. Derjenige hingegen, der an Gott glaubt, so wird hier behauptet, tue das in erster Linie wegen der elterlichen Indoktrination. Auf Seite 45 beschreibt dann Richard Dawkins den Gott des Alten Testaments als einen, so wörtlich, kleinlichen, ungerechten, nachtragenden Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launischer, böshafter Tyrann. Auch das ist sicherlich keine wissenschaftliche Beschreibung, sondern eher eine sehr emotional ausgerichtete. Etwas weiter, auf Seite 97, spricht er dann davon, dass Glaube an Gott Aberglaube sei. Dieser Aberglaube wirke wie ein krankmachender Virus, Seite 260. 261 wird dann gesagt, der Glaube an Gott sei eine Fehlfunktion der Evolution. Oder auf Seite 110 kann man dann lesen, dass man Gott auch als einen alles überragenden Stinker bezeichnen könnte. Auf Seite 329 spricht Dawkins von albernen Sabbatvorschriften. Oder auf Seite 254 bezeichnet er seine Gesprächspartner als verlogene Kreationisten. Überzeugte Christen werden mit ihm verglichen mit gemeingefährlichen Fundamentalisten, massenmordenden Fanatikern, Seite 60, 64, 254, 398 und auch noch anderen. Atheisten werden hingegen bei Dawkins mehrfach zusammengebracht mit Menschen, die höhere Bildung haben, intelligenter sind und nachdenklicher sind.
Also hier ist die Sache, glaube ich, schon klar. Dawkins ist nicht derjenige, der seinen Gesprächspartner wirklich ernst nimmt, auf Augenhöhe begegnet, sondern einer, der die Absicht hat, und das steht wörtlich in seinem Buch, die Menschen zum Atheismus zu bekehren. Und da sind ihm viele Mittel recht. Und da argumentiert er eigentlich über einen Sachbereich, der gar nicht zu seinem Fachbereich gehört. Denn man müsste ja jetzt erwarten, wenn Richard Dawkins über Glauben und Gott schreibt, dass er wenigstens Theologie oder vergleichende Religionswissenschaft oder Philosophie studiert hätte. Aber er spricht ja hier als ein Biologe zu den Menschen. Und bekannterweise ist die Frage nach Gott kein Inhalt der Biologie, weil der Biologie schlichtweg die Mittel fehlen, die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes zu untersuchen. Deshalb umso auffälliger, dass Richard Dawkins dann auf Seite 137 sich mit der Frage der christlichen oder nicht-christlichen Wissenschaftler beschäftigt. Er leitet das Kapitel ein mit einem Zitat von Bernard Russell. Da schreibt er, intellektuell hervorragende Menschen glauben in ihrer großen Mehrheit nicht an die christliche Religion. Aber in der Öffentlichkeit halten sie diese Tatsache geheim, weil sie Angst haben, ihr Einkommen zu verlieren. Hier ist die Sache klar. Es geht nicht darum, die Frage zu stellen, gibt es Gott oder nicht, sondern hier soll lediglich darüber gesprochen werden, ob Wissenschaftler, insbesondere Naturwissenschaftler, an Gott glauben oder nicht, ob sie Atheisten sind oder nicht. Und dann fängt er damit an, in diesem Kapitel zu sagen, es gäbe Menschen, die an Gott glauben würden, mit dem Hinweis darauf, dass auch manche Naturwissenschaftler an Gott glauben. Auffällig ist, dass da kein einziges Zitat gebracht wird, keine einzige Belegstelle gebracht wird, wahrscheinlich, weil es Richard Dawkins sehr schwer fallen würde, ernstzunehmende Diskussionspartner zu finden, die sagen, es existiert Gott, weil Naturwissenschaftler an Gott glauben. Das heißt, er baut hier einen Pappkameraden auf, mit dem er sich dann im folgenden Kapitel auseinandersetzt. Denn im Weiteren geht es dann darum, dass er erst einmal die Naturwissenschaftler, die von sich selbst bekennen, dass sie an Gott glauben, diffamiert. Das beginnt beispielsweise mit Newton. Ich zitiere Seite 138. Newton behauptete tatsächlich, er sei religiös. Und das Gleiche taten bis zum 19. Jahrhundert fast alle. Denn erst dann ließ, was nach meiner Überzeugung bedeutsam ist, gegenüber früheren Jahrhunderten der gesellschaftliche und juristische Druck nach, sich zur Religion zu bekennen. Also hier wird der Eindruck erweckt, dass Isaac Newton nur wegen den gesellschaftlichen Konventionen sich zum Glauben bekannte und fälschlicherweise wird noch aufs 19. Jahrhundert verwiesen, obwohl Newton natürlich früher lebte. Und jeder, der eine Biografie von Newton gelesen hat, dem wird auffällig sein, dass Newton das nicht nur behauptete, weil seine Umgebung das von ihm erwartete, sondern dass er selbst in seinen eigenen Werken sagte, seine theologischen Auseinandersetzungen seien ihm sogar wichtiger als die naturwissenschaftliche. Dann wird später eingegangen auf den bekannten Naturwissenschaftler Michael Faraday. Und dann wird nicht nur gesagt, er glaube an Gott, sondern dann wird ihm gleich unterstellt, er gehöre zu einer Sekte. Nachzulesen Seite 138, 139. Von William Thomson Lord Kelvin wird ebenfalls erwähnt, dass er an Gott glaubte. Und dann wird als nächstes erwähnt, dass er sich aber auch in naturwissenschaftlichen Dingen geirrt hätte und deshalb natürlich nicht so ernst zu nehmen sei. Dann geht Richard Dawkins tatsächlich auf zwei Studien ein zur Religiosität von Wissenschaftlern. Allerdings sind diese Untersuchungen durchaus von nur begrenzte Aussagekraft. Zum einen wird dann zitiert aus einer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht worden ist, die dann allerdings von Richard Dawkins, ich würde sagen, zumindest etwas fehlinterpretiert wird. Dort zitiert Dawkins, nach dieser Untersuchung glauben von den US-amerikanischen Naturwissenschaftlern, die bei ihren Kollegen als hochqualifiziert gelten, nur 7% an einen persönlichen Gott.
Dann geht es direkt weiter. Dieses überwältigende Übergewicht der Atheisten ist genau das Gegenteil zum Profil der amerikanischen Gesamtbevölkerung. Hier muss man sagen, das ist eine vollkommene Missinterpretation. Er spricht davon, dass 7% sagen, sie glauben an einen persönlichen Gott, und dann zählt er plötzlich alle anderen zu Atheisten. Aber was ist mit den Agnostizisten? Was ist mit denen, die Gott nur für eine Kraft oder Energie halten oder die einfach keine Antwort gegeben haben? Die werden hier ignoriert. Es werden einfach alle, die nicht an einen persönlichen Gott glauben, als Atheisten benannt. Und das ist sicherlich von zweifelhafter Güte, diese Interpretation. Dann geht er auf eine zweite Studie ein, die sich mit den Wissenschaftlern des Commonwealth, also Großbritanniens und einige andere Länder, beschäftigt. Da wurden insgesamt 1074 Naturwissenschaftler, Wissenschaftler befragt, von denen lediglich 23% antworteten. Das heißt rund 250. Und daraus schließt dann Dawkins, dass hier die meisten Naturwissenschaftler nicht an Gott glauben. 250 Naturwissenschaftler, die befragt werden, und das nur in einigen begrenzten Regionen dieser Welt. Was ist mit den Naturwissenschaftlern beispielsweise in Teilen Südamerikas oder in den meisten Ländern Europas oder in China oder in Russland? All das wird nicht erwähnt, und von daher glaube ich, dass diese beiden ausführlicher zitierten Statistiken nicht eine wirkliche Aussagekraft darüber machen, was Naturwissenschaftler tatsächlich glauben oder nicht. Dass er allerdings den Eindruck hat, dass die meisten Naturwissenschaftler nicht an Gott glauben und dass das auch für ihn ein Argument ist, dass es keinen Gott gibt, zeigt sich auch noch im weiteren Verlauf seines Buches, so beispielsweise auf Seite 318, wo er dann noch einmal deutlich macht, dass höhere Intelligenz, Nachdenklichkeit, höhere Bildung eine besondere Eigenschaft von Atheisten sei. Also immer wieder versucht er deutlich zu machen, dass die Menschen, die an den Atheismus glauben, höher gebildet sind, wissenschaftlicher sind und es deshalb keinen Gott gibt. Aber genau das, was ich in meinem ersten Beitrag deutlich gemacht habe, ist ein Fehlargument. Denn ganz gleich, ob ein oder mehrere Naturwissenschaftler oder alle Naturwissenschaftler glauben, es gebe keinen Gott, sagt das über die Existenz Gottes rein gar nichts aus. Denn ich könnte mit derselben Argumentation sagen, vor 200 Jahren haben die meisten Naturwissenschaftler an die Existenz Gottes geglaubt. Und das sagt ja auch nichts darüber aus, dass es ihn vor 200 Jahren gegeben hat. Oder wer weiß schon, ob in 200 Jahren die meisten Naturwissenschaftler wieder an die Existenz Gottes glauben werden. Und dann könnte man ja nicht sagen, Gott existiert, er existiert nicht, er existiert. Richard Dawkins hätte in seinem Buch es ganz einfach machen können. Er hätte sagen können, der Glaube, die Überzeugung der Naturwissenschaftler sagen nichts über die Existenz oder die Nicht-Existenz Gottes aus. Genau das tut er nicht. Er versucht, die Wissenschaftler, die von Gott überzeugt sind, zu diffamieren oder ihnen zu unterstellen. Sie tun es nur der Gesellschaft wegen und versucht dann auf der anderen Seite Punkte für seine Argumentation zu finden, dass ein Großteil der gegenwärtigen Naturwissenschaftler nicht von der Existenz Gottes überzeugt sei. Richtig überzeugend empfinde ich diese Argumentation nicht.